Die Wowzone ist wieder am Start mit Prominenz in der Haus. Ich heiße Alex King, willkommen. Wie geht's dir? Ja, gut, danke für alles gut. Ruf mich Boggy an. Ja, geh einfach schon, geh schon mal ran. Das ist gar nicht schlecht. Geh einfach schon mal ran. Boggy. Warte. Boggy, hallo. Außer der lässt seinen Sohn mich die ganze Zeit aufrufen. Er schreibt sofort. Hallo, schöne Grüße, Boggy. Komm vorbei. Komm vorbei. Ja, ja, die binden wir auch gleich ein. Erstmal gehen wir noch. Gut, was wird los? Was ist das denn für einer? Hallo. Mein Ton ist am Arsch? Ja, du rauschst, glaube ich, so ein bisschen. Jetzt hören wir dich nicht mehr. Aber ich gucke mal jetzt hier auf Refresh. 1, 2, 3, boah, Test. Das hat geklappt. Jetzt hat es geklappt. Wow. Ist besser? Ich würde sagen, ist besser, ja. Ja. Ihr habt jetzt am Wochenende gespielt in Crailsheim, habe ich gesehen. Ja, genau, MBBL in Crailsheim. Erzähl. Hey, zum Glück hat Bogi gar nicht die ganzen Videos, die anderen Videos. Dann habe ich nur deswegen ich einen Repost gemacht, habe ich gesagt, ja. Das ging doch. Ging doch, oder ja, genau, es ging doch. Da bist du am Coachen. Ja. Space den Floor, mein Junge. Space ihn, sonst gibt es keine freien Würfe. Ja. Ja, ich habe ja immer gesagt, eigentlich in meinem Leben, ich würde niemals Coach werden. Bei mir war es so, erstmal nach der Saison habe ich gesagt, okay, ich chill jetzt erstmal so ein bisschen. Ja. Habe ich gemerkt nach einer Zeit, das ist überhaupt nichts für mich. Ja, chillen, einfach nur so rumheiern. Und das Einzige, was ich ausgemacht habe mit meiner Frau, war, dass ich mehr Zeit in den Haushalt und in den Tagesablauf immer helfen kann. So, weißt du, mal einkaufen gehen. Müll rausbringen. Ja, so mal einen Einkauf machen oder mal kochen, das ist schon drin. Das habe ich eigentlich davor auch gemacht. Das ist jetzt nur so. Es klingt jetzt so voll so blöd, als ob du noch nie irgendwas im Haushalt gemacht hättest. Aber die hören sich, die beiden. Ja, dann vielleicht geht's ja so. Ich hole mal Arunas noch dazu, mal gucken, ob in Litauen. Darf ich jetzt sagen? Ja, aber ich bin über. Hä? Ruf mich doch nicht an. So ein Vollpfosten. Ja, nein. Hello. Nicht Arunas, Mika. Sein Spitzname Mika. Mika. It's easier. Mika. I think it's easier for you guys. Mika. Boggy, yeah, please describe watching Alex King coach an NBBL team. How was it from your perspective? Also erstens freue ich mich für ihn. Ich kenne ihn ein bisschen länger jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass er irgendwann mal coacht. Ich auch nicht. Ich habe zuerst gedacht, jemand hat ihm eine Waffe an den Kopf gehalten, er wurde gezwungen. Ja. Aber ich habe ein paar sehr schöne Videos, die meine Frau gemacht hat. Das ist für Privatarchiv. Die können nicht in die Öffentlichkeit. Aber ja, so wie man Alex kennt. Oder eben nicht. Sehr emotional, nicht. Sehr laut. Jetzt sehe ich den Chat. Also jetzt könnt ihr schreiben, los geht's. Ich muss meinen ganz lieben Onkel grüßen, der hier reinschreibt. Das hat er mir letztes Mal schon gesagt. Und dieses Mal grüße ich ihn. Alles Liebe. Liebe Grüße nach Nürnberg. Du? Oh, meine Mama ist auch da. Ciao, Mama. Hey, Mika. Yeah. What is your favorite German word? Oh my God. I don't know why they find it funny. But I was watching this movie. I think it's from the X-Men. And there was a scene where, like, they spoke some words and it got stuck. I saw that movie, I don't know, 8 years ago. And the word Schweinebau was stuck in my head. And I don't know, every time I say something about Schweinebau, it gets them laughing. Schweinebauer. I don't know. Schweinebauer. Yeah. Schweinebauer. I say, du bist Schweinebauer. Because it's funny. Crazy. Wir hatten hier, der darf mich nicht hören, wir hatten hier, der Nikolaus war ja bei uns. Und dann wollte Nikolaus gehen. Und Luca hat ihm gesagt, warte, Nikolaus, warte. Er hat gesagt, warte, aber du darfst auf keinen Fall zu Arunas gehen. Und wir haben uns alles angeschaut. Sagt der Nikolaus, sagt er, hä, wieso soll ich nicht zu Arunas? Sagt er, weil er immer zu mir Schweinebauer sagt. Das ist nicht nett. Der bekommt keine Geschenke. Ja, wir haben uns kaputt gelacht hier. Also, wenn Crailsheim ist ja auch jetzt noch ein zweiter Assistant-Coach-Spot frei. Das wäre ja auch eine Option. Wenn dann Head Coach. Okay. Was ist das? Wenn ich dann, wenn dann so richtig wie Sascha Obradovic in Köln aufgehört als Spieler und straight Head Coach, das schon. Ist auch geil, ist auch ein geiler Übergang. Sollte der BBL Cup, also der Magenta Sport BBL Pokal,
auch die Pro-A ausgeweitet werden? Sollte, weil ich denke, ich habe es einmal miterlebt, da haben wir mit Frankfurt Skyliners gegen Heidelberg gespielt. War ein knappes Spiel, haben wir gewonnen, aber es war so, okay, du verlierst fast gegen Zweitligisten. Und dann haben wir einmal noch ein Jahr gegen Tübingen gespielt. Da war Tübingen zweite Bundesliga mit den Collins. Der ist dann noch zu Alba gegangen, Alba Berlin. Ja. Einer der besten Scorer und Point Guard. Und das war krass. Schon nice. Ich finde es gut, einfach auch für die Zuschauer, wie die anderen kleineren Vereine. Klar, da geht es ja wieder sehr viel um Geld, warum der nicht da gespielt hat und hier. Aber ich glaube, wenn man das ein bisschen erweitert, bringt es eine ganz große Breite in den Basketball. Ich glaube, das sollte man gar nicht mischen, miteinander mischen. Wieso nicht einfach in der Proa auch sowas machen? Halt für die Proa als Liga. Okay. Und halt für BBL als Liga. I mean, they do it in France, right? I think it's an interesting idea. I mean, why not? If it's like, I know the Pro-A is not, you know, it's a pretty good competition compared to other second leagues. I think it would be an interesting idea. Wir gehen jetzt mal von aus, ihr gewinnt in unbelievable fashion. Game winner by Arunas, one-legged three, catching it in the air against Rostock Seawolves. You're not going to the party? You're telling me that? No, recovery first. Recovery comes first. Okay. Doch, dann schon. Stop lying. No, probably. I will go for a bit. Say hi, shake some pants, give some high fives, you know, but like have your water there in the corner. Be like, hey guys, you know, we play on Monday. Just water. Mm-hmm. Yeah, just water. Yeah, for a bit, for 30 minutes and then home, sleep. 30 that's minutes. That's another lie. Just well done. Wenn euer Sohn Basketball spielen möchte, wo würdet ihr euch wünschen in der BBL, dass er spielt? Bayern München. Viele Optionen dort. Fair enough. Ein erfolgreicher Verein, professioneller Club. Boggy? Ja. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Scheiße. Scheiße. In die Fußstapfen treten sozusagen. Ja, klar. Arunas, if you have a son, do you have a son? Yes. No. Not that I know. No, just it's a lie. My girlfriend is watching. This is a lie. This is another lie. If you had a son, for which club, let's say overall, would you love him to play for? Just Germany. Make it Germany and then international. Let's say Alba. Hmm. And internationally, Žalgiris. Und bei dir international, Bogi? Where will be you international? Partizan. European. European International, just to correct myself. Barcelona. Immer zu Besuch, weißt du? 3-4 Mal die Woche. Weißt du? Barcelona würde ich auch sagen. Barcelona gehe ich mit, ja. Europäisch auf jeden Fall Barcelona, ja. Das ist gut. Ich notiere es mir nämlich. Also, okay, wenn Alec, also F, they're all never injury free, Bonn wins the championship. Oh, Bonn Meister finde ich gut. Okay, Bonn winning the championship if everybody stays healthy. I want to kind of actually say something like that, and I would add like maybe even Champions League, like, you know, two titles. Imagine that. Okay, then I bring something up. If Lucic stay healthy to the end of the EuroLeague season, they're going to make the playoffs. Ooh, Bayern making the playoffs at this time. What if Lucic? What if Lucic coming back? You know what's coming, huh? How's that even possible? I don't know. I tried repeating it today in practice, actually. Not even close. Like, yeah. Did you see that before, Alex? Yeah. Yeah. You really want to know an answer that with my MBBL team against Orange Academy? I swear to God, it was like this. Same. Catch in the air. Yes, it was really like, even he hit it with two hands like a volleyball. Buzzer beater for the win. For the win. For the win, in Orange Academy. It was crazy. I never seen something like this. Why did you have to overshadow my shot right now? Sorry. With the buzzer beater volleyball. Come on, it's a nice one, and now you have to do this. And it was a youth kid. He was 18, was 18. So. Yeah. What else? Tell him. Luki, tell him that. Hi, the dude. Luki, du bist Schweinebauer. Schweinebauer. Luki geht jetzt schlafen, oder? Luki, geh schlafen. Sagst du eine gute Nacht zu allen? Gute Nacht. Gute Nacht, Luki. Take care, have a nice evening. All right. All right. See you Monday next week. Yep.
Theo. Könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich hören. Bring mich sofort rein. Okay. Aha. Was soll das? Ja, wie? Habt ihr mich da mal rausgegangen? Nix. Wir haben nichts gemacht. Du bist gegangen. Also einer, der so wie hier jetzt Williams. Oh! Uiuiui. Das Mike nimmt das so geil auf. Richtig trocken. Ganz starke Aktion von Dean Williams. Absolutes Highlight. Oh, ja, das was der Interpret? Es gibt was, es gibt einen krassen Hintergrund hinter dem Lied, aber das könnt ihr besprechen, wenn ich weg bin. Ja. Okay. Also, ich wünsche eine gute Nacht, wir sehen uns Montag. Ja, pass auf dich auf, Dreier schießen, reinmachen, viel Spaß. Ja, nicht am Montag. Am Freitag erstmal, am Montag bleibe ich neutral. Ja, genau. Gut, der hat sich jetzt wieder. Also, wo gehe ich raus? Der hat sich jetzt, der hat beschlossen, er bleibt in diesem Standbild einfach am Ende. So nach oben guckend. Das ist eine Verabschiedung. Das ist hier, das kriegt yeah. Schluss. Komm, wir könnten ja versuchen, dieselbe Pose anzunehmen. Warte, wo muss ich hin? Sehr gut. Crunch Time. Oldenburg gegen Würzburg. Stanley Whittaker, erneut an der Freiwurf. So, hier Stanley Whittaker mit Cam Hunt. Er ist ohne Fehlversuche. Der im Backcourt echt efficient. Beide waren nicht mal Division 1, soweit ich weiß. Boah, Kommentator Jinx gab's gerade, das hast du nicht gehört. Der hat noch gesagt, ohne Fehlversuch. Also wir gucken jetzt quasi nicht den Game Report, oh wow, sondern wir gucken uns nochmal so die letzten. Trotzdem gutes Ball-Move. Oh, Box out, come on, Nico. Das ist immer so bitter in solchen Situationen, dass halt so einer lange Defense gut gespielt. Ja, und dann kommst du Wurf und kommt einer und holt einen offensiven Massen rein. Das ist schon bitter. Glaubst du, dass du jedes Mal irgendwann mal als Carry abgepfiffen? Dieses ewig lange, langsame Schaufeln? Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich finde es nicht schlimm, wenn es die Situation nicht hergibt, weißt du, wenn der den Ball da vorläuft. Ja. Hier, dieses Midrange-Game meine ich, das hatte der schon in der Pro B. Einer der besten, finde ich, ja. Hatte so als Lefty auch noch und so. Boah, nice Pass. Oh, das fragt den Coach auf. Und dann hier, zack. Ich denke, wie hat er dich den Carsten, ob es egal, ich Carsten mit der Nummer 9. Der holt Championships in Bonn. Ja. Stark. Hier bin ich ein Fan davon, gleich zu gehen. Ich sag's dir, wie es ist. Gut, wollten sie auch. Ja, gut, wollten sie auch. Ja, gut. Aber ich habe schon so ein paar als gut. Great Defense. Ja, hervorragend. Und zum ersten Mal in dieser Saison gewinnt Würzburg 2 Spiele in Folge und das ausgerechnet bei den EWE Baskets Oldenburg. Dann wünsche ich dir persönlich und wahrscheinlich die ganze Easy Credit BBL alles Gute. Mach dein Ding. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann mal eine NBBL coache und du dann hoffentlich noch beim NBBL coachen bist und ich dann an der gegnerischen Seitenlinie auftauche. Und wir spielen. Könnte gut sein. Dann beschwere ich mich aber beim Schiedsrichter so, was er sagt, hörst du nicht, was er sagt? So, und dann kriegen wir das gedribbelt. Alright. Alex, ich wünsche dir was. Pass auf dich auf, Peace. Man sieht sich in der Basketballwelt. Auf jeden Fall. Tschüssi. Hi. Mach's gut. Ciao, ciao.